Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von O1 Aktuell. Wer sich als junge Familie in Oldenburg noch den Traum eines Eigenheims erfüllen möchte, der hat schlechte Karten. Nicht nur, dass das Bauen teurer geworden ist, es gibt zudem auch kaum noch Grundstücke. Im Quartier Modellflieger auf dem ehemaligen Fliegerhorst aber soll dies ganz anders sein. Was da anders ist, das erfahren Sie gleich und das haben wir sonst noch für Sie. Landwirtschaftskammer, Bilanz des Kammerjahres 2022. Ausbildung 1 und 2, Projekt mit Zukunft. Brot für die Welt, Auftakt in Oldenburg. Oldenburg dreht ab, Energiesparen an Schulen. Büfer, wo geht es hin? Freihand, Weihnachtsgeschenke und die Kunst. Und Black Dogs und Red Forests im Edith-Ruß-Haus. Noch wird auf dem Fliegerhorst gebaut und geplant. Und auch für junge Familien soll der neue Stadtteil interessant werden. Im Quartier Modellflieger spricht man nämlich insbesondere diese Zielgruppe an. Wie das Quartier dann aber zukünftig aussieht, steht noch ein wenig in den Sternen. Um Baugemeinschaften zu gewinnen und ein erstes Bild entstehen lassen zu können, wurde eine Art Architektenwettbewerb durchgeführt, der den Rahmen für den Bau der künftigen Reihenhäuser bildet und die Planung für die Baugruppen erleichtern soll. Der Siegerentwurf wurde jetzt vorgestellt. Der neue Stadtteil auf dem Fliegerhorst nimmt immer mehr Formen an. Unterschiedlichste Gebiete und Wohnformen werden geplant. Jetzt aktuell das Plus-Energie-Quartier Modellflieger. Bezahlbar, familienorientiert und klimafreundlich. Diese Ziele verfolgt die Stadt hier, die jetzt die mögliche künftige Gestaltung der Reihenhäuser vorgestellt hat. Zielgruppe sind vor allem junge Familien, die Eigentum bilden möchten, so Oberbürgermeister Jürgen Krugmann. Also wir haben die Beobachtung, dass viele junge Familien, die Wohneigentum bilden wollen, dass die ins Umland ziehen, weil wir einfach nicht mehr die Grundstücke haben wie früher vielleicht. Und aus dem knappen oder das knappe Flächenangebot, was wir im Moment noch haben, zu kombinieren, trotzdem mit interessanten Wohnprojekten für Familien, das ist der Hintergedanke für dieses Projekt Modellflieger. Und wir hoffen, dass wir damit eine Antwort geben können auf diese doch für uns nicht so ganz vorteilhafte Abwanderung ins Umland. Wie das Quartier dann zukünftig aussieht, steht noch ein wenig in den Sternen. Um Baugemeinschaften zu gewinnen und ein erstes Bild entstehen lassen zu können, wurde eine Art Architektenwettbewerb durchgeführt, der den Rahmen für den Bau der künftigen Reihenhäuser bildet und die Planung für die Baugruppen erleichtern soll. Der Siegerentwurf stammt von drei Hamburger Architekturbüros, die als Arbeitsgemeinschaft fungieren und bereits das ähnliche Wohnprojekt Stadtfinken in Hamburg-Finkenau umgesetzt haben. Jan-Pietje Witt von Studio Witt beschreibt die Idee. Also es ging uns einmal natürlich darum, dass wir jetzt noch nicht wissen, wer genau der Nutzer sein wird, wer diese Baugemeinschaft bildet. Aber wir haben deshalb uns auf zwei Gebäudebreiten festgelegt, einmal 5,30 Meter, einmal 6,50 Meter. Wobei die 5,30 Meter Breite insgesamt als Stadthaus nachher genutzt werden kann zum Durchwohnen. Relativ große Wohneinheit dadurch geschaffen wird mit etwa 200 Quadratmetern. Und die 6,50 Meter Breite, die kann unterteilt werden, entweder in zwei Maisonetten, die übereinander liegen, oder so wie wir es in einem Fall vorgeschlagen haben, auch in einen Gemeinschaftsraum auf eine unteren Etage, dann eine Studiowohnung und dann eine Maisonette darüber. Also uns ging es darum, hier auch eine Vielfalt abzubilden, die nicht nur für Familie mit drei Kindern funktioniert, sondern auch vielleicht für junge Ehepaare oder auch für Alleinstehende. Die Jury lobte unter anderem die kompakte und flexible Bauweise und die Klinkerfassade, die den Charakter des Fliegerhorstes gut aufgreift. Die Grundrisse sind durch die Baugemeinschaften frei zu gestalten. Alle Innenwände sind frei stellbar. Insbesondere ist der Entwurf auf kostenoptimiertes Bauen ausgelegt. Daher auch der Fokus auf Baugemeinschaften, die sich Kosten teilen können. Und auch das Energiekonzept hat überzeugt, so der Oberbürgermeister. Es geht auf der einen Seite darum, bezahlbares Wohnen für Familien. Es geht aber auch darum, klimafreundlich zu bauen. Und es geht darum, wirklich funktionierende Stadtquartiere zu bilden auf unserem neuen Stadtteil Fliegerhorst. Momentan interessieren sich bereits mehr als 270 BürgerInnen für das Projekt. Sie sind nun aufgerufen, sich zu vernetzen und Baugemeinschaften zu bilden, um das entworfene Bild des Quartiers umzusetzen. Die nächste Informations- und Vernetzungsveranstaltung für das Projekt Modellflieger findet am 24. Januar statt. Die Baugemeinschaftsprojekte werden bei der Stadt von einem festen Team begleitet, das für Beratung und Kontakt unter der E-Mail-Adresse baugemeinschaften@stadt-oldenburg.de erreichbar ist. Nachdem die Versammlung des höchsten Exekutivorgans der Landwirtschaftskammer wegen der Corona-Pandemie in den zurückliegenden Jahren nur als Videokonferenz oder mit stark eingeschränktem Zugang stattfinden konnte, waren dieses Jahr wieder zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft und grüner Branche vor Ort. Man zog Bilanz und ging auf die aktuelle Situation auf den niedersächsischen Höfen ein. Nach langer Zeit der Videokonferenzen konnte sich die Landwirtschaftskammer Niedersachsens
in diesem Jahr erstmalig wieder ohne Einschränkungen versammeln. Auf der Agenda standen die Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg und den Klimawandel, sowie die aktuelle Bilanz, zu der sich Kammerpräsident Gerhard Zwettjer äußerte. Die wirtschaftliche Lage auf den Betrieben in Niedersachsen ist sehr, sehr unterschiedlich. Die schweinehaltenden Betriebe haben sehr schlechte Ergebnisse erzielt, weil die Nachfrage auch nicht entsprechend war und die Preise auch nicht. Dagegen haben die milchviehhaltenden Betriebe durch den Verkauf von Milch höhere Preise erzielen können als in den Vorjahren. Und die Ackerbauern haben auch leicht überdurchschnittliche Erträge und auch insbesondere überdurchschnittliche Preise für ihre Produkte erzielen konnten und konnten damit die Preise für Diesel und Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel, die auch gestiegen sind, kompensieren. Die Summe der Projekte, die in diesem Jahr von der Landwirtschaftskammer angenommen wurde, ist im Vergleich zu den letzten Jahren zurückgegangen. Die Landwirtschaftskammer stellt das zügige Voranbringen der Landwirtschaft an erster Stelle und kann nicht gewährleisten, alle angefragten Projekte, wie zum Beispiel aus dem Bereich der ökologischen Landwirtschaft, in Angriff zu nehmen. Grund dafür sei die Finanzierung. Durch den Krieg in der Ukraine stiegen die Produktionskosten in der Landwirtschaft an. Trotzdem erzielten Agrarunternehmen durch erhöhte Produktpreise auf dem Markt Gewinn. Kammerdirektor Dr. Bernd von Garmissen erklärte Genaueres zu den Auswirkungen des Krieges auf die Landwirtschaft. In der vergangenen Saison hatten wir Situationen, wo Landwirte sich vorher günstig mit Betriebsmitteln eingedeckt haben und die hohen Preise tatsächlich nutzen konnten. Denen ist es relativ bis sehr gut gegangen. Andere hatten die Chancen nicht und hatten hohe Betriebsmittel und möglicherweise nicht so gute Preise. Insofern ist es auch keine Möglichkeit gegeben, absehbar zu sagen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir in der Landwirtschaft wünschen uns wieder bessere und verlässliche Grundstrukturen. Wenige Tage vor der diesjährigen Kammerversammlung wurde der neue Landtag gewählt. Die Landwirtschaftskammer musste ihre Ziele hinsichtlich des neuen Koalitionsvertrags überprüfen. Unter der Überschrift des Niedersächsischen Weges steht das neue Pflanzenschutzgesetz, das eine Überprüfung auf den niedersächsischen Höfen durch das Pflanzenschutzamt vorsieht. Die Landwirtschaftskammer geht mit dem Landtag grundsätzlich konform, dass auf den Höfen mehr auf den Klimaschutz geachtet werden soll. Sie ist sich jedoch nicht mit dem Landtag einig, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingestellt werden soll und möchte in den Dialog gehen. Die Umsetzungen müssen praxisnah gehalten werden, so Kammerdirektor von Garmissen. Der ökologische Landbau wird ja von der Gesellschaft vielfach erwartet. Wir müssen aber auch gucken, dass wir die Produkte auch verkaufen. Die sind immer etwas teurer. Im Moment lässt die Nachfrage nach. Und deswegen haben sowohl konventioneller Landbau mit einem so geringstmöglichen Anteil an Pflanzenschutzmitteln wie nötig, aber auch ihre Rechtfertigung. Und aus meiner Sicht werden die ökologischen und die konventionellen Ansätze in der Zukunft immer mehr ineinander übergehen. Der Klimawandel wird weiterhin ein präsentes Thema für die Landwirtschaftskammer sein. Der Einfluss des Wassermangels auf die Ernte, die Tierhaltung und auch die Bewirtschaftung im Bereich der Moore sind und bleiben Gesprächsthemen der Landwirtschaftskammer. Wie die zukünftige Bilanz in der Landwirtschaft aussieht, ist jedoch noch immer ungewiss. Die BBS Wechleu, die IHK Oldenburg und ProConnect haben sie ins Leben gerufen, die Initiative Ausbildung 1 und 2. Um die Integration von Geflüchteten und Migranten in Ausbildung und Beruf zu erleichtern, sieht die Initiative vor allem eine deutlich verstärkte Sprachausbildung, aber auch weitergehende Unterstützung vor. Und das mit Erfolg. Die ersten Auszubildenden im Rahmen dieses Projektes, die im September 2019 ihre Ausbildung in den Berufen Fachlageristin bzw. Verkäuferin begonnen hatten, haben jetzt im Sommer ihre Abschlussprüfung abgelegt. In der BBS Wechleu hat eine Veranstaltung mit dem Namen 3 Jahre Ausbildungsprojekt 1 plus 2 – ein Modell mit Zukunft stattgefunden. Während einer musikalischen Einstimmung haben die Auszubildenden und einige Ausbilderinnen und Ausbilder die Aula der Schule betreten. Was der Anlass der Veranstaltung gewesen ist, erklärt Heiner Paffenholz, Leiter der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer im Bereich Fachkräfteberatung. Das heißt, der erste Durchgang unseres Projekts war jetzt bei uns in der IHK in der Sommerprüfung, in der Abschlussprüfung. Und wir haben neue Fachkräfte generiert in diesen beiden Ausbildungsberufen. Das wollen wir feiern, das wollen wir würdigen als einen Meilenstein unseres Projektes. Wir wollen einen Blick zurückwerfen, aber wir wollen auch einen Blick nach vorne werfen, wie es denn weitergeht. Ein Projekt, das Menschen unterstützt, die zum Beispiel Defizite in der deutschen Sprache haben.
In solchen Fällen brauche es mehr Zeit und spezielle Förderung, damit die Chance erhöht werden könne, dass eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann, so Heiner Paffenholz. Warum dieses Projekt ins Leben gerufen wurde, fügt er hinzu. Wir haben gesagt, weil wir viele Abbrüche erlebt haben, viele Durchfälle auch in Prüfungen erlebt haben aus dem Bereich der Geflüchteten, dass dort mehr Zeit erforderlich ist, um die Inhalte zu lernen und dass eine gezielte Sprachförderung und auch sonstige Förderung erforderlich ist. Und das machen wir da, wo die Kompetenzen dafür sind, nämlich in der Berufsschule. Und damit verzahnen wir geradezu Förderung, vor allen Dingen Sprachförderung, aber auch die anderen Förderungen mit der Berufsausbildung und verlängern das Ganze etwas. In der Berufsausbildung kommt die Fachsprache hinzu. Dies überfordert einige, gerade die, die aus dem Ausland kommen. Ein Projekt, das vielen jungen Menschen geholfen hat, ihre Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Und dies wurde mit Freude gefeiert. Seit 1959 wirkt die evangelische Kirche mit Brot für die Welt um Spenden im Kampf gegen Hunger und Armut. Die Kollekten in der Adventszeit und an Heiligabend sind seitdem dafür bestimmt. Der Start der diesjährigen bundesweiten Sammelaktion fand letzten Sonntag hier in Oldenburg statt. Das Motto lautet: Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Der Vorabend der Brot für die Welt Spendenaktionseröffnung begann mit musikalischer Untermalung. Nach einem Poetry Slam begrüßte Anni Heger das Publikum zum Festabend. Im fast vollen PFL moderierte sie zeitweise mit Yara Dibaba den Abend vor dem ersten Advent. Für sie ist Brot für die Welt ein lebenslanger Begleiter. Ich war in so vielen Gemeinden unterwegs in meinem Leben. Die einzige Konstante war eigentlich immer ein Plakat von Brot für die Welt. In jedem Gemeindehaus und in jeder Kirche. Natürlich ist mir am allerwichtigsten bei Brot für die Welt, dass sie eben nicht nur meckern, sondern machen und die Dinge in die Hand nehmen und wirklich ins Handeln gekommen sind, da wo andere noch irgendwie darüber reden, vielleicht was entscheiden zu wollen. Und das dann wirklich anpacken, Netzwerke stricken, Partnerschaften aufbauen, verstetigen und dann eben anpacken. Auch der Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg war vor Ort und begrüßte zusammen mit dem theologischen Vorstand des Diakonischen Werks die Gäste. Also ganz wichtig dabei ist, dass Brot für die Welt dieses Jahr das Thema Klimaschutz eine Welt ganz groß gemacht hat. Und das ist etwas, was uns auch selbst betrifft. Das heißt, wir eröffnen nicht nur für andere, sondern ich denke, dass wir auch ins Gespräch kommen müssen, dass es was mit uns macht. Brot für die Welt. Gegründet in den späten 50ern, setzen sie sich für die weltweite Entwicklungsarbeit ein. Das Motto der jetzt beginnenden Spendenaktion lautet: Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Die Klimakrise stellt für unsere Gesellschaft eine Bedrohung dar. Allerdings sind 70% der vom Klimawandel gefährdeten Länder auch die verwundbarsten, nach Angaben von Brot für die Welt. Juliate Malaka, die Direktorin der CCDB, Christian Commission for Development in Bangladesch, gab bei dieser abendlichen Veranstaltung Auskunft über die derzeitige Situation in Bangladesch. Der Staat in Südasien leidet unter Überschwemmungen, Ernte- und Bodenverlusten. Wegen der warmen Sonne und der immer weniger werdenden Regenfällen trocknen dort die Gewässer aus. So wie das Oldenburger Land liegt Bangladesch 5 Meter über dem Meeresspiegel. Über die Jahre hat Brot für die Welt weltweit entwicklungspolitische Projekte gefördert. Allerdings übernimmt dann Brot für die Welt nicht die Rolle der staatlichen Entwicklungshilfe? Nein, sagt Dagmar Brün, die Präsidentin von Brot für die Welt. Staatliche Entwicklungshilfe kommt gar nicht überall hin. Es braucht die Zivilgesellschaft, es braucht Akteure wie Brot für die Welt, die verbunden ist mit anderen Akteuren in der Zivilgesellschaft und vor allen Dingen in der Kirche. Und von daher sind wir kein Lückenbüßer, wir tun das, was wirklich nur wir tun können. Gretchenfrage: Wenn Sie 100 Euro spenden wollen, würden Sie diese für eine Aktion der Diakonischen Werke spenden, die das Geld für einkommensschwache Menschen sammelt? Das Gustav-Adolf-Werk, das Geflüchtete aus der Ukraine hilft, oder für Brot für die Welt mit dem Projekt in Bangladesch? Das ist in der Tat eine sehr gemeine Frage, weil alles rein natürlich gute Zwecke sind. Mir geht's gerade ziemlich gut. Ich habe einen Job und eine billige Wohnung. Deswegen würde ich einfach 100 Euro an A, B und C spenden. Ich würde das Projekt in Bangladesch unterstützen, weil wir, glaube ich, mit 100 Euro erstens viel mehr bewirken können. Und weil vor allem die Betroffenen aus Bangladesch nicht so sichtbar sind. Also die Diakonie ist bei uns mit im Haus, damit wir gerade diese Fragen nicht gegeneinander ausspielen. Und dann würde ich ganz scharf überlegen und, glaube ich, denken, ich könnte sogar etwas mehr als 100 Euro geben und dann bekämen alle etwas. Brot für die Welt setzt sich seit 63 Jahren für den guten Zweck ein. Es ist Zeit, gemeinsam zu handeln.
Im Fokus des diesjährigen Aktionstages Oldenburg dreht ab stand das Thema nachhaltige Ernährung. Denn bei der Erzeugung, dem Transport, der Verpackung und der Lagerung von Lebensmitteln entstehen ca. 20% aller Treibhausgase. Der Kauf klimafreundlicher Produkte und die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung können diesen Anteil erheblich verringern. Der Aktionstag, der seit 9 Jahren stattfindet, soll zeigen, wie und was jede und jeder im Alltag dafür tun kann, dass nicht nur wir selbst gesünder werden, sondern auch das Klima davon profitiert. Wir müssen Energie sparen. In Zeiten der Energiekrise ist dies umso wichtiger. Die OldenburgerInnen müssen bedacht mit ihrer Energie umgehen. Um darauf aufmerksam zu machen, fand wie gewohnt ein Aktionstag in Oldenburg statt. Von Grundschulen über integrierte Gesamtschulen bis hin zu Oberschulen und Gymnasien. Mehr als 30 Schulen beteiligen sich bei Oldenburg dreht ab. Sie ist eine gemeinsame Aktion vieler Oldenburger Schulen, initiiert vom regionalen Umweltbildungszentrum in Oldenburg. Und es geht darum, dass in Schulen einmal im Jahr an einem Vormittag sowohl das Licht als auch die Energie abgedreht wird und die Schulen dadurch natürlich die Kinder lernen sollen, wie wichtig es ist, Energie sparsam zu machen und wie wichtig Klimaschutz ist. An diesem Tag stand der Zusammenhang zwischen Ernährung und Klimaschutz im Fokus. Die LehrerInnen bekamen vom regionalen Umweltbildungszentrum Material für ihren Unterricht zur Vorbereitung. Alle Klassen beteiligten sich daran. Wenn die Kinder morgens in die Schule kommen, dann soll ja bewusst mal Strom und Heizung gespart werden. Darum haben wir heute kein Licht, deswegen ist es hier so dunkel. Wir arbeiten mit Kerzen und die Kinder gehen dann in ihre Klassenzimmer. Es gibt durch dieses Material verschiedene Möglichkeiten, Stationen aufzubauen. Wie wird ein Kühlschrank richtig eingeräumt, damit das energetisch am sinnvollsten ist? Wie werden Lebensmittel haltbarer gemacht, um weniger wegzuwerfen? Damit beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a der Grundschule Hogenkamp an den vorbereiteten Stationen. Oldenburg dreht ab, erfreut sich großer Beliebtheit an den Oldenburger Schulen. Zwar gibt es keine finanzielle Einsparung an diesem Tag. Aber es geht ja darum, auch Kinder zu sensibilisieren, Kinder bei ihrer Entwicklung zu unterstützen, also auch das Bewusstsein für Klima, für Energiefragen, auch für Lebensmittel zu wecken und auch zu fördern. Energiesparen ist wichtig, gerade in schwierigen Zeiten. Oldenburg dreht ab, informiert und klärt auf, um das Energiesparen zu fördern und was noch dazugehört. Als Ludwig Friedrich Karl Büsing und Friedrich Ludwig Fasch sich 1883 entschließen, einen Handel für Farbhölzer, Chemikalien und Öle zu gründen, wird Oldenburg von Peter II. Regiert. Für 50.000 Goldmark kauft sich die beiden Vettern und Geschäftspartner ein Grundstück an der Bahnhofstraße. Dann kann es losgehen. Seitdem ist viel passiert. Heute zählt Büfer 650 Mitarbeitende und unterhält mehrere Standorte in Europa. Pandemie, Energiekrise. Auch für das Oldenburger Chemieunternehmen Büsing und Fasch, kurz Büfer, waren die letzten Jahre nicht einfach. Dennoch blickt man jetzt aktuell positiv gestimmt in die Zukunft. Die Schwierigkeiten der Corona-Krise habe man gemeistert, die Verfügbarkeit von Waren und die Lieferketten haben sich stabilisiert. Doch kaum hat man eine Krise gemeistert, warten neue Herausforderungen. Der Ukraine-Krieg, die steigenden Energiekosten und die hohe Inflation zwingen auch die Büfer zu Veränderungen. Dazu Felix Thalmann. Wir haben natürlich viele Energiesparmaßnahmen eingeleitet und wir sind gerade dabei, auf alternative Energien umzustellen, um da weniger abhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Schnelllauftore, die dafür sorgen, dass mehr Wärme in den Lagern und Produktionsbereichen gehalten werden kann, leistungsfähigere Batterieladegeräte für die Elektrostapler oder einfach Fließjacken für die Mitarbeiter, wenn das Büro zu kalt wird. Das und noch mehr hat die Büfer in die Wege geleitet, um Energie zu sparen. Geschäftsführer Felix Thalmann ist sich sicher, dass die Büfer auch diese Krise gut überstehen werde. Mit diesen Maßnahmen uns bleibt nichts anderes, muss ich mal so sagen. Aber ich glaube, damit werden wir auch ganz gut durchkommen. Das ist unsere Prognose. Natürlich ist da noch viel zu tun. Das wird uns auch die nächsten 2 Jahre mindestens noch begleiten. Aber unser Ziel muss es sein, dass wir weg von den fossilen Energien kommen, dass wir die Energie, die wir an den eigenen Standorten brauchen, dass wir die auch selbst generieren können und vielleicht dann sogar energienegativ oder klimanegativ werden können. Doch Energiesparmaßnahmen sind nicht alles. Wo bleibt man zukunftsfähig? Man treibt die Digitalisierung weiter voran und hält auch an Innovationsplänen fest. So hat man zum Beispiel bereits dieses Jahr das niederländische Unternehmen Tristar übernommen. Damit kann die Büfer nun mehr Produkte im Bereich der Industriereinigung anbieten und es erschließen sich weitere Märkte in Europa. Schließlich will man sich zukunftsnah auch auf dem europäischen Markt behaupten können. Außerdem beteiligt sich Büfer in einem Start-up-Unternehmen mit dem Namen Fairtech.
Geschäftsführer Ralf Ramke erklärt, was die Kooperation für Vorteile mit sich bringt. Im Bereich der Chemikalien, im Bereich Chemicals, da ging es auch darum, uns etwas mehr auf die Spezialchemikalien zu fokussieren und auch auf nachhaltige Chemikalien. Und da war der Erwerb der Beteiligung an der Fairtech letzten Endes auch ein wichtiger Baustein letzten Endes in dieser Stoßrichtung. Die Geschäftsführung ist rückblickend auf das Jahr 2022 sehr zufrieden. Trotz großer Krisen konnte das Unternehmen sogar wachsen. Mit Zuversicht schaut die Büfer auf das kommende Jahr und auf die Herausforderungen, die die aktuellen Krisen mit sich bringen. Es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Das merkt man vor allem auch daran, dass die Oldenburger Innenstadt so voll ist. Wie lange nicht mehr. Es geht an Geschenke kaufen. Und wenn man dann doch noch mal innehalten will, auf dem Weihnachtsmarkt oder in einem Café, sind die Einkäufe nur hinderlich. Genau hier greift dann das Geschenkelager Freihand. Wohin mit den Weihnachtseinkäufen? Diese Frage werden sich so einige Menschen stellen, wenn sie voll bepackt mit Taschen und Tüten in der Stadt unterwegs sind. Das Geschenkelager Freihand, ins Leben gerufen von Michael Olsen, bietet jetzt die Gelegenheit, Einkäufe zwischenzulagern. Ein ähnliches Angebot gab es in Oldenburg bereits, ist aber schon lange her. Der sogenannte Paketbus, das war im Jahr 2009 und ich glaube auch 2008. Und das ist aus irgendwelchen Gründen, ich konnte es nicht recherchieren, hat es das nicht mehr gegeben. Und im letzten Jahr kam ich auf den Gedanken, Mensch, was müsste man mal wieder einrichten und das mit einer Kunstausstellung verbinden, die sich kritisch mit dem Thema Konsum beschäftigt. In den Räumen der Haarenstraße 55 werden über 80 abschließbare Kartons zur Verfügung gestellt, in denen Menschen ihre Tüten, Taschen, Päckchen und Pakete zwischenlagern können, um die Hände frei zu haben. Für einen Besuch des Weihnachtsmarktes, von Cafés und Restaurants. Doch es geht nicht nur um das Zwischenlagern der Einkäufe. Parallel zum Geschenkelager Freihand ist in den Räumen die Ausstellung Reverse des Hidden Up Projects zu besichtigen. Dazu Hauke Beck, der überzeugt ist vom Erfolg des Projekts. Ich persönlich glaube, die Menschen werden das gut annehmen. Die kommen euphorisiert aus ihrem Konsum, kommen sich herein und kriegen dann quasi noch was extra. Was uns im Projekt immer wichtig ist, ist, Kunst möglichst niedrigschwellig anzubieten. Weil es immer noch eine große Hürde gibt für Menschen, in Museen zu gehen, in Galerien zu gehen, weil das elitär wirkt. Und das wollen wir damit ein bisschen abbauen. Wir wollen auf eine sehr einfache Art den Konsum, den jeder, das Einkaufen, den jeder, jede Person ausführt, gleichzeitig mit einem Kunsterlebnis verbinden. Das Geschenkelager Freihand sowie die Ausstellung Reverse sind also aus der Idee entstanden, auf das Konsumverhalten der Gesellschaft zur Weihnachtszeit aufmerksam zu machen, indem Geschenke lokal bei Oldenburger EinzelhändlerInnen gekauft, zwischengelagert und nach Hause geliefert werden können. Michael Olsen. Es war auf eine charmante, humorvolle Art und Weise, aber auch auf eine deutlich hinweisende und pointierte Weise auf die Schattenseiten, die Reverse, auf die Rückseite, die Folgenkonsum, auch das denen mit auf den Weg zu geben. Noch bis zum 24.12. können in der Zeit von 13 bis 20 Uhr die Einkäufe gegen eine Spende in der Haarenstraße 55 verwahrt und von einer Aufsichtsperson bewacht werden. Es ist ebenfalls möglich, die Einkäufe klimaneutral mit dem Lastenfahrrad in das Oldenburger Stadtgebiet auszuliefern. Alle eingenommenen Spenden gehen an die Oldenburger AIDS-Hilfe sowie die Oldenburger Obdachlosenhilfe. Viele europäische Länder, so auch Deutschland, müssen als ehemalige Kolonialmächte Verantwortung übernehmen. Die Ausstellung Black Dogs and Red Forests im Edith Ruhs Haus zeigt KünstlerInnen aus der ganzen Welt, die sich mit den Hinterlassenschaften von Kolonialismus und Raubbau beschäftigen. Im Zentrum steht dabei der Wunsch, Strategien der Heilung zu entwickeln. Die menschengemachte Zerstörung der Natur und der Umwelt ist etwas, was jeden angeht. Die neu eröffnete Ausstellung Black Dogs and Red Forests im Edith Russ Haus bringt dieses Thema nun in Zusammenhang mit Kolonialismus und sozialpolitischen Themen. Ausgestellt werden hier dazu Werke von 5 KünstlerInnen, darunter auch die pakistanische Künstlerin Hira Nabi. Diese thematisiert zum Beispiel in ihrer Kunst die Zerstörung der Natur ihrer Heimat und der Versuch der Ersetzung derselben mit europäisch geprägten Landschaften durch die britischen Kolonialisten, die bis heute ihre Auswirkungen in Form von langsam sterbenden Bäumen hat. Welche Rolle die Kunst ihrer Meinung nach bei der Behebung solcher Missstände spielt, dazu Hira Nabi. In früheren Arbeiten habe ich viel darüber nachgedacht, dass Kunst manchmal auch eine Art Anwalt sein kann. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wer sollte mein Publikum sein? Vielleicht nicht nur die Kunstwelt. Meine Arbeit sollte auch zu Menschen in der Politik, der Industrie und Menschen mit Verantwortung sprechen.
Ich denke, wenn deine Kunst keine greifbaren Veränderungen mit sich bringt, hat sie versagt. In Hiranabis Videoinstallation How to Love a Tree zeigt diese Musiker, die sterbenden Bäumen ein Konzert spielen. Denn die Ausstellung versucht auch eine Art Versöhnung der Natur mit ihrer Zerstörung und ihren Zerstörern zu finden. Die Künstlerin Esther Neumann beispielsweise beschäftigt sich in ihren Werken mit Tschernobyl und sieht in der eigenwilligen Natur des radioaktiv verseuchten Gebietes eine versöhnende Schönheit. Um etwas Ähnliches geht es bei dem kroatischen Künstler Bojan Mrdenovic. Dieser behandelt in seinem Werk Imported Deserts die außerirdisch anmutenden toten Landschaften, die durch chemische Abfälle rund um Industriegebieten entstanden sind. Meine Idee bei dieser Arbeit war, über klar definierte soziale und politische Themen zu sprechen, ohne dabei zu offensichtlich zu werden. Wenn du dir meine Arbeit anschaust, bist du dir auf den ersten Blick noch nicht sicher, was du siehst. Es scheint etwas zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit zu sein. Beim zweiten Blick denkst du, es ist Natur, die sich in einer Art Wandel befindet. Und irgendwann erkennst du, dass die Bilder keine unberührte Natur darstellen, sondern eine Landschaft, die ein Ergebnis industrieller Aktivitäten ist. Eines ist klar. Den KünstlerInnen ist diese Ausstellung nicht nur allgemein wichtig, sie haben auch meistens einen persönlichen Bezug dazu, was den Betrachter die Wichtigkeit der Themen besser nachvollziehen lässt. Dazu nochmal Hiranabi. Ich komme aus Lahore, einer der verschmutztesten Städte der Welt, die sowohl von Landverschmutzung, aber vor allem von Luftverschmutzung betroffen ist. Und das ist erst in den letzten 20 Jahren so entstanden. Ich erinnere mich, dass ich, als ich jung war, klaren und blauen Himmel die meiste Zeit im Jahr gesehen habe. Doch jetzt sieht man nur noch Grau ohne Struktur. Zunächst dachten die Leute noch, ach, es ist Nebel, ach, es ist Dunst. Aber es ist leider Smog. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Januar 2023 zu sehen. Genug Zeit also, um herauszufinden, was es mit diesem schwarzen Hund und dem roten Wald auf sich hat. Ein bewölkter Tag war das heute. Die Sonne gab es bei bis zu 2 Grad gar nicht zu sehen. Und auch in der Nacht ist es bei 0 Grad bewölkt. Der Samstag ist dann ebenfalls wolkenverhangen. 3 Grad sind es am Tag, 0 in der Nacht. Und auch am Sonntag bleiben uns die Wolken erhalten. Bei 2 Grad am Tag und minus 2 in der Nacht. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Berichten von der Wesermündung. Und um 19 Uhr beschäftigen wir uns mit der prekären ambulanten Pflegeversorgung. Ihnen ein gutes Wochenende und tschüss!